Hallo und willkommen zurück zu einem weiteren Teil My Brother Rabbit, Kapitel 3. Ich bin sehr gespannt, wie es jetzt weitergeht. Wir sind hier. Ich mache mal eben noch ein Foto, dass ich auch weiß, wo wir sind. Und was ist jetzt hier, aha, wir müssen Pilze suchen. Okay. Ach so, hier war ja der Wasserfall, ne? Und da mussten wir wahrscheinlich runter. Okay, wo gehen die hin? Kommen die wieder zurück? Vielleicht brauche ich die ja später noch. Ah ja, hier ist ein Pilz. Hier ist ein Elchi. Ja, aber. Hier sind keine Pilze mehr. Achso, da kann ich noch rüber. Ah. Oha. Okay, Schwimmflaschen. Floschen? Schwimmflaschen brauchen wir auch noch. Geht nicht weg. Okay. Okay, sehr irritierend. Es ist jetzt seit der Aufnahme von gestern, seit den anderen ganzen Videos, ist jetzt eine Nacht vergangen oder ein Tag quasi vergangen. Jetzt muss man sich erstmal wieder einfinden. Aber ich habe richtig Bock. Es war richtig cool. Also mir hat das richtig viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Hier ist noch so ein Kumpane. Da geht es anscheinend in eine Höhle rein. Oh. Ah, das kann ich kaputt machen. Okay. Ist nichts mehr. Also hier ist noch so ein Teil, aber da komme ich nicht hin, weil, warum auch immer. Okay, wir haben die Pilze. Wahrscheinlich ist das unser nächstes Problem. Also wir müssen Pilze holen. Das heißt, wir kommen jetzt hier rein mit den Pilzen. Was? Lass mich raten, es müssen alle nach außen zeigen. Natürlich. Okay, kann man das logisch erklären? Nein. Doch, bestimmt. Ich nur nicht. Das ist wie mit diesem magischen Würfel, ne? Ich kann sowas gar nicht, kann mir sowas auch nicht vorstellen. Ich meine, hier ist so eine 00 drauf. Und ich mag das Geräusch. Was hat dieses 00 hier zu tun? Ne? Hier steht so 00-Zeichen drauf.
Okay, ich glaube, ich muss es doch logisch überlegen. Also. Hören doch mal alle rein. Wenn wir dieses raustun, geht das mit raus. Wenn wir das raustun, gehen diese drei mit raus. Wenn wir das raustun, gehen diese drei mit raus. Aber das wieder rein. Okay, für mich ist sowas halt nie logisch, ne? Oha, ich habe keine Ahnung, wie ich es gemacht habe, aber ich habe es auf jeden Fall irgendwie gemacht. Oh mein Gott, ist das kompliziert. Oh, jetzt brauchen wir die Seerosen, okay. Ich weiß nicht, was das sein soll. Okay, hier ist sonst nichts mehr. Okay, also. Ja. Da ist nichts mehr drin. Hier müssten aber noch welche sein. Da ist noch eine. Hier ist noch sowas. Okay, dann ist hier schon nichts mehr. Okay, hier ist natürlich noch eine Seerose. Hier ist auch noch eine. Mehr ist hier auch nicht. Dann... Hier sind aber noch Seerosen. Kann ich da jetzt ran? Nee, da komme ich einfach nicht ran. Okay, die Seerosen haben wir vollständig. Das ist auch das Letzte, was fehlt. Das heißt, hoffentlich bekommen wir das hierdurch in den Gang gesetzt. Was hat mir das jetzt erklärt? Ich habe es überhaupt nicht verstanden. Hallo nochmal. Was ist das denn? Ach hier. Das hat es uns erklärt, aber es war nicht in Farbe, oder? Ah ja, okay, pass auf. Ich weiß es. So, also. Das muss noch mal eins rüber. Das ebenfalls, also wir müssen lila, grün, pink nebeneinander haben. Das heißt, hier muss grün hin.
Und hier muss Pink hin. So. Und dann müssen wir das eigentlich nur noch drehen. Nee. Oh mein Gott, wie schwer kann das sein? Okay, das untere habe ich auf jeden Fall jetzt. Also hier muss es so sein, dass... Orange hier drüben ist. Okay, das heißt so. Jetzt drehen wir es so. Dass wir jetzt Orange wieder hier haben und jetzt geht das Ganze nochmal von vorne los. Jetzt muss ich hier... Genau. So. Nee. Jetzt habe ich einen vollkommenen Denkfehler. Okay, also vom Ding her ist es... Okay, oder? Nee. Nee, das stimmt doch auch nicht. Warte mal. Also. Hier ist gelb. Das heißt, hier müsste... Okay, das ist einmal völlig verheddert. Ich mach's total kompliziert. Ich weiß. Okay, aber hier ist blau. Das heißt, hier muss gelb sein. Und hier... Ne, hier... muss orange hin. So. Jetzt müssen wir nur unten wieder so lang drehen, bis wir das jetzt am richtigen Fleck haben. Also. Orange-lila passt. Das heißt lila. Muss hier hin. Lila muss hier hin. Das heißt, es ist eigentlich egal. Ich muss einmal hier hin lila drehen. Stimmt nur mein Orange wieder nicht. Ha, was ist das denn? Okay, wir haben uns vertan. Also gut, nochmal. Oh Gott. Die Menschen denken, ich bin total dumm. Okay, also nochmal. Gelb muss ja hier nach oben. Das ist aber ein blöder Ausgangswert hier. So. Also, so. Jetzt wäre grün schon mal an der richtigen Seite. Oh Gott, ich bereue es gerade so, dass ich dieses Spiel nicht im Stream gespielt habe. Da wäre es voll easy, da könnte mir irgendjemand helfen.
Also ich bin so doof. Ja, oh Gott. Kann mir vielleicht jemand helfen? Also hier muss oben leer sein. Okay. So. Jetzt, wenn das unten ist, dann brauche ich oben wieder leer. Aber ich brauche hier unten ja auf jeden Fall noch grün. Nee, ich brauche hier pink. Das ist gut. Und hier brauche ich grün. Und jetzt muss nur noch das hier oben seine Farbe wechseln. Blau muss hier rüber. Das heißt, wir drehen jetzt einfach hier eins weiter, dass hier blauer scheint. Dann stimmt doch hier oben die Farbe. Jetzt habe ich aber wieder das Problem, dass hier das hin muss. Einfach mal so. Hä, wie soll das denn funktionieren? Das kann doch gar nicht gehen. Also das hat sich jemand nicht gut ausgedacht. Das kann nicht funktionieren. Immer eins ist weiter unten. Okay, also das wird so nichts. Das ist ja auch fürchterlich langweilig. Ich versuche jetzt mal jemanden zu finden, der mir bei was helfen kann. Einen Moment, bitte. Okay, also ich habe jetzt mal eben gegoogelt, wie man sowas am besten löst. Und zwar, man soll jedes Rad einmal drehen. Es ist nur die Frage, womit fängt man an? Das ist genau andersrum jetzt, ne? Genau so andersrum will ich es haben. Also gut, dann fange ich oben an. Unten, oben, unten, oben, unten, oben. Nein. Es stimmt. Okay, jetzt hat sich diese Klappe geöffnet und dann... Ach, jetzt kann ich hier die Ding rausnehmen. Ah, ich bin ja dämlich. Oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das war eine lange Geburt. Also, puh. Meine Güte. Okay, also gut.
Jetzt auf zu den Flossen. Wo waren die nochmal? Dafür, oder? Ja. Genau. Oha. Hallo. Senke den großen Affenbrotbaum. Mhm. Okay, wir brauchen auch noch Bohnen. Da ist eine Bohne. Da ist ein Fisch. Ein Fisch. Ein Vögelchen. Ein Froschvogel. Oh, wofür könnten wir jetzt das Messer gebrauchen? Hier für das? Ja. Da ist ein Zahnrad. Oh. Okay, in der meisten Zeit habe ich echt keine Ahnung, was man hier machen muss. Wahnsinn. Und das mal dazu sagen, ich habe studiert. Zwar kein logisches Denken, wie man das vermuten kann, aber ich habe tatsächlich studiert. Hier ist eine Bohne. Zahnräder müssen wir bestimmt dann auch noch suchen. Und war das doch eine Bohne? Ist auch noch irgendwas. Wie geht das denn auf hier? Irgendwas übersehe ich hier ganz deutlich. Hier ist auf jeden Fall eine Bohne. Und dann noch eine. Mhm. Ja, guck mal, hier sind CDs. Ich habe das hier reingebaut, aber warum? Also hier muss es noch eine Bohne geben. Hm. Aber wie kommt man da ran? Beziehungsweise, wo könnte sie sein? Na gut, aber das Video ist auch schon wieder relativ lang. Ich würde sagen, die Suche nach der Bohne machen wir im nächsten Part weiter, weil mein Nudelauflauf ist tatsächlich auch fertig. Da muss ich jetzt Käse drüber streuen. Ich danke dir fürs Zusehen bei dieser sehr schwierigen Folge. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.